Hallo meine Lieben, da sind wir wieder im, tja, meinem riesigen Büro. Mal schauen, was uns heute für Aufträge erwarten. Vielleicht mal was, was nicht ganz so herausfordernd ist wie der letzte Auftrag, den wir ja auf zwei Episoden aufteilen haben müssen. Weil sonst war es sehr lang geworden. Auftrag zum Aufräumen einer Garage. Okay, das klingt ja nicht so tragisch. Hey, ich habe ein neues Auto gekauft und das alte würde ich einfach in der alten Garage in der Vorstadt lassen. Aber in der Garage ist so viel Müll, dass ich nicht einmal weiß, ob ich dort überhaupt reinfahren könnte. Könntest du die Garage für mich aufräumen, sodass ich wieder Platz habe? Wenn du zusätzlich das Auto putzt, das dort steht, zahle ich extra. Gruß, Max. Wo, Max? Putze mal alles. Okay. Ja, schaut ein bisschen verdreckt aus. Ja, und der Schimmel oben an der Decke ist ja auch schon mal richtig toll. Und die Minimap schaut ja auch schon mal sehr vielversprechend aus. Jo, hallo. Okay. Bist du, das ist verdreckt alles. So, gleich mal alles. Boah, jetzt kommt die Reifen weg. Geschissen. Ja, das Spiel hat Physik. Ah, na, der ist in Ordnung. Boah, ich kann ganze Mülltonnen wegwerfen. Verdammt, bin ich gut. Ich kann ein Auto aufheben. Echt jetzt? Das will ich jetzt sehen. Strongman. Ja, das glaube ich. Kann ein Auto aufheben. Ist kein Wunder, dass es dafür eine Auszeichnung gibt. Strongman. Naja, wer kennt das nicht? Die Männer, die ohne Probleme an Audi A3 aufheben. Aber der Schimmel an der Decke, der ist ja schon. Ja, ich würde mal sagen, heftig. So, das haben wir da mal alles schön. Da oben. So. Ich räume den Müll auf. Naja, das haben wir ja schon fast. Fast geschafft. Ui, da hinten geht es ja dann noch weiter im nächsten Raum. Ja, den legen wir mal da rein, der ist gut. Ne? 97%, okay. Also irgendwo müsste noch Müll herumliegen. Ich sehe aber nichts. Ist das Auto der Müll? Ja, wenn ich einmal da bin, kann ich die Fenster reinigen. Gleich wie schön. Ah, ist das Müll? Ah, nein, ist kein Müll. Gut. Hätte ja sein können, ne? Tja, dann holen wir mal unseren bewährten Super Feger 5000. Schaut, wie schön der da den ganzen Dreck wegmacht, nur dazu ohne Wasser. Bester Wischmopp ever. Reinigt jegliche Verschmutzungen. Und braucht kein Wasser. So. Aha, ja, das ist der Schimmel an der Decke. Das holen wir schon durch. Schimmel. Dreck, kein Problem für den Super Wischmopp 5000.
Aha, da muss nur irgendwo Müll sein. So. So. Und da ist auch wieder blitzblank. Vielleicht ist da hinter dem irgendwie was. Achso, ich kann das. Ah, das ist interessant. Das Ding kann ich nicht hochheben. Verkaufen kann ich es auch nicht. Oh, da muss ja irgendwo ein Müll sein oder so. Ja, eine Schachtel. Und da ist die nächste. So, dann heben wir mal das Auto wieder rein. Mit meinen telekinetischen Superkräften. Aber einen Raum haben wir ja noch. Heiliges End. Also wirklich viel besser als die Garage schaut das Ding ja auch nicht aus. Ja, das sind gute Reifen. Hm. Irgendwie ab und zu habe ich das Gefühl, dass die Physik jetzt auch nicht so ganz was machen soll. Also, verträgt ist das. Boah, der Schimmel herrscht. Also wenn Schimmel mal so schwarz ist, kannst eigentlich nur alles abkratzen und hoffen, dass du nicht stirbst. Na, der Auftrag ist noch nicht beendet. Ich meine, diesmal, ja, das kann man doch nicht so lassen, aber mit unserem WLAN-fähigen Schmutzabsorber kriegen wir das alles weg. Schaut fast aus wie Max Payne in weiblich. Oh, da ist sogar grüner Schimmel. Ich meine, du hast alles. Grünen Schimmel, schwarzen Schimmel. Ah, sogar die Regale sind verträgt. Und die Dosen. Ah, da oben ist noch was. Okay. Ist da auch noch irgendwas? Nö. So. Und die Fenster reinigen. Durchziehen. Wunderbar. Wo? Ja, ich kann da jetzt noch ein bisschen Ordnung machen. Ich noch. Aber wie gesagt, das Werkzeug, das soll sich dann selber so herrichten, wie es braucht. Wo? Kann man noch lassen. Gut. Dann beenden wir den Auftrag. Ja, 7000. Man, für ein bisschen Aufräumen ist doch eine gute Sache. Tjo. Das letzte Mal haben wir elend lang gebraucht, bis der Auftrag beendet war. Und jetzt sind wir so schnell wieder fertig. Jo. Dann danke für dieses Quickie und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag, wann immer ihr das Video seht und macht es gut, bis zum nächsten Mal, pfiat euch!